Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg. Die romantische Oper von Richard Wagner aus dem Jahr 1845 eröffnete am 25. Juli die Bayreuther Festspiele. Das Musiktheaterfestival ist in der internationalen Festspiellandschaft einzigartig. Auf dem Grünen Hügel in Bayreuth werden nur die 10 letzten Opern des Komponisten Richard Wagner aufgeführt. Bayreuth ist ein Mythos. Es ist auch das einzige Opernhaus der Welt, das der Komponist geschaffen hat. Insofern ist das etwas, was man ein Gesamtkunstwerk bezeichnen kann. Bayreuth als Gesamtkunstwerk. Premierengäste aus Politik und Gesellschaft sowie Opernliebhaber und Wagner-Fans aus aller Welt zieht es in die oberfränkische Festspielstadt. Die Inszenierung des Tannhäusers aus dem Jahr 2011 des Berliner Regisseurs Sebastian Baumgarten versetzt die Oper in das Ambiente einer Biogasanlage. Tannhäuser steht in einem tiefen inneren Konflikt. Sinnliche Begierde findet er bei Venus, wahre Liebe bei Elisabeth. In den einstündigen Pausen der Opern lädt der Festspielpark zum Verweilen ein. Auch das ist eine der Besonderheiten der Richard-Wagner-Festspiele. Die Bayreuther Festspiele sind im Jahreszyklus der großen Musikereignisse der Welt ein fester Termin und damit etwas Singuläres. Und hier dann Wagner erleben zu dürfen, heute mit Axel Kober am Pult, ist etwas ganz Besonderes. Der Mythos Bayreuth. Mit der Eröffnung der Festspiele wird er auch in diesem Jahr fortgeschrieben.